Mein Name ist Karl Busel. Ich bin denke hier eingeladen, weil ich von Mehr Demokratie bin. Der Verein kümmert sich hauptsächlich um Werkzeuge, um Demokratie zu fördern. Und da geht es genau um diese Themen, wie ist es möglich, solche Dinge umzusetzen. Ich habe auch ein Buch mitgebracht, wo viele Projekte beschrieben sind, die in Kommunen entstanden sind, wo Kommunen oder die Bürger in den Kommunen dort Bürgerbegehren aufgesetzt haben, um zum Beispiel saubere Energie zu erzwingen bei den Stadtwerken, um zum Beispiel dafür zu sorgen, dass keine Kohleenergie verwendet werden konnte, beziehungsweise dass man fahrradfreundliche Städte dort entwickelt. Und es gibt die Möglichkeit, über direkt demokratische Mittel solche Dinge dort einzustielen bzw. umzusetzen. Man muss sich mit diesen Plattformen beschäftigen. Und das ist definitiv nicht einfach, aber es ist sehr wohl möglich, hier über Bürgerbegehren auf kommunaler Ebene solche Umweltschutzthemen umzusetzen, und zwar relativ zügig. Also relativ zügig heißt natürlich im Rahmen von einem Jahr, in zwei Jahren, aber dann wirklich auch die Möglichkeit zu haben, diese Dinge nicht nur zu besprechen, sondern wirklich auch gerade auf kommunaler Ebene, wo man sich auskennt, wo man jetzt nicht die ganz dicken Bretter bohren muss, solche Dinge relativ zeitnah umzusetzen. Ich kann nur empfehlen, sich das vielleicht mal durchzusetzen. Da sind viele Beispiele drin von, ich glaube, 30, 40 Kommunen, die es bereits geschafft haben, ihre Stadtwerke mit auf grüne Energie zu verpflichten, kohleerzeugte Energie dort abzuschalten. Und da ist auch so ein bisschen ein Ratgeber dabei, wie man sowas aufsetzt. Wir beraten hier auch gerne, wie man sowas rechtlich umsetzt, wie man sowas vom Prozess her umsetzt, um diese Dinge dann auch zügig voranzubringen. Ganz konkret, also ich denke, Schüler, die minderjährig sind, dürfen ja zum Teil nicht wählen, dürfen auch am Bürgerbegehren nicht teilnehmen. Ich denke, man müsste jetzt einmal gucken. Es gibt auch Bürgerbegehren, wo junge Menschen ab 16 teilnehmen können. Was sie aber auf alle Fälle tun können, ist bei ihren Eltern nachzufragen, um so ein Thema dort anzugehen. Und sowas anzustoßen, ist jetzt zwar aufwendig, aber ist nicht die Welt. Das heißt also, in mittelgroßen Kommunen reicht es, wenn man 5% der entsprechenden Wähler in den Kommunen erreicht, um so ein Bürgerbegehren aufzusetzen. Das heißt also, wenn sich hier Eltern zusammentun, sowas angehen und ein Thema sich suchen, wo man sagt, ich möchte mein Stadtwerk verpflichten, grüne Energie zu liefern, dann wäre das zum Beispiel so ein Thema, und das kann man hier nachlesen, wie man sowas aufsetzt.